Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Corona. Kaum ein anderes Wort begegnet uns in diesen Tagen wohl häufiger als Corona. Mit dieser Vokabel sprechen wir über das, was uns unseren Alltag raubt und nicht nur das Gesellschaftliche, sondern das Leben generell bedroht. Wenn ich diese 6 Buchstaben in eine Internetsuchmaschine eingebe, werden mir sofort tausende Artikel zum Verlauf der aktuellen Pandemie angezeigt. Ich scrolle einfach mal ein bisschen weiter und entdecke, dass sich dahinter noch viel mehr verbirgt. Eine Gemeinde in Österreich trägt dieses Wort zum Beispiel in ihrem Ortsnamen. Und die in Mexiko meistverkaufte Biersorte hat ebenfalls diesen Namen. Auf dem Etikett ziert eine große goldene Krone den Schriftzug. Und damit komme ich dem Wort auf die Spur. Es ist lateinisch und bedeutet Kranz, Krone oder auch Kreis. Und nun verstehe ich, warum der Virus mit seinem kranzförmigen Aussehen so genannt wird. Diese Bedeutung verlieh außerdem einer Frau, die Ende des 2. Jahrhunderts zur Zeit der Christenverfolgungen einen Märtyrerin-Tod starb, ihren Namen. Die heilige Corona, die Bekränzte. Es ranken sich verschiedene Legenden um diese Frau und ihre Herkunft. Einig sind sich alle aber darin, dass sie, weil sie an Christus glaubte, zwischen 2 heruntergebogene Palmen gebunden und beim Emporschnellen der Stämme getötet worden sei. Deshalb sind in der Darstellung der Märtyrerin nicht nur die Krone zu sehen, sondern auch Palmwedel und Goldstücke oder eine kleine Schatzkiste. In der katholischen und orthodoxen Tradition wird sie als Patronin des Geldes und der Schatzsucher verehrt. Bis ins 6. Jahrhundert lassen sich die Spuren ihrer Verehrung zurückverfolgen. Zahlreiche Reliquien wurden mit auf Reisen genommen, sodass vor allem in Niederösterreich und Altbayern, aber auch in Bremen und Aachen Spuren des Corona-Kultes nachgewiesen werden können. Auf den Wallfahrten zu all jenen Orten wurde irgendwann in vergangenen Zeiten zu ihrem Gedenken ein Lied gedichtet und gesungen. Es trägt den Titel Corona hoch erhoben aus diesem Erdental und ich lese einen Ausschnitt daraus vor. Corona, auf Gott allein vertraut hast du in jeder Not und demutsvoll geschaut auf Jesu Kreuz und Tod. Nun strahlst du auf dem Throne in der Verklärung Glanz. Nun schmück dich zum Lohne des Himmels Lorbeerkranz. Hilf Stärke uns erlangen in diesem Erdenstreit, dass einst auch wir empfangen des Himmels Seligkeit. Auch wir blicken heute auf Jesu Kreuz und Tod. Aber anders als die Gläubigen im 2. Jahrhundert, die Christus im Märtyrertod nachfolgen wollten, um sich ihre Seligkeit zu verdienen. Und offenbar auch anders als diejenigen, die in diesem alten Lied die Kluft zwischen den Heiligen und den anderen, die noch am Leben sind, gegraben haben. Nicht alle anerkannten Heilige sind ein Märtyrertod gestorben. Das Ideal des Christuszeugnisses unterlag dem Wandel von Raum und Zeit. Für uns heute sind Heilige nicht als Vorbilder zu verehren, aber wir können sie in ihrer Wirkung als Hoffnungsträger anerkennen. Ihre Geschichten sind Beispiele dafür, wie der Glaube ein menschliches Leben zu prägen vermag. Im Lichte der Osterbotschaft können wir sehen,
dass wir Jesus nicht nachfolgen müssen, indem wir aufs Jenseits hoffend persönliches Leid aushalten. Auch bekennen wir uns nicht zu Christus, indem wir für ihn sterben, sondern indem wir das Ostergeschehen vor Augen, gestärkt an den Gott der Lebendigen glauben, der Tod und Dunkelheit überwunden hat. Heiligkeit ist kein Zustand, den man sich verdienen kann, sondern eine Zuschreibung, die Fähigkeiten freisetzt. Gott sieht die Unheiligen als heilig an. Wir erkennen uns untereinander an als zu diesem Leben hin Befreite und erfüllen damit das Doppelgebot der Liebe. Das sehen wir überall da, wo jeder und jede das tut, was er und sie gerade zu tun imstande ist. Ob an den Kassen dieser Republik, in den Krankenhäusern oder schlicht und ergreifend zu Hause im Homeoffice. Ich kann jetzt nicht alles für alle tun, aber meinen Teil, den kann ich leisten. An meinem Ort, in meinem Beruf und in meiner sozialen und familiären Situation. Ich kann die Welt auf meine Weise mit Zärtlichkeit betrachten. Jeden Tag, jede Stunde neu. Wir alle tragen die Krone der Gnade. Wir alle sind Begrenzte in der Gemeinschaft der von Gott Geheiligten. Also lasst uns aus dem Vertrauen darauf Kraft schöpfen, auf das unter dem Schlagwort Corona die Geschichten des Lichtes überwiegen werden, wenn wir uns in ein paar Jahren an die Computer setzen und diese 6 Buchstaben in die Suchmaschine eingeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.